Hallo, liebe Zuschauer, Tiburu, was absolut Besonderes, präsentiert mir jetzt die Selina. Ich war gerade ziemlich geflasht aufgrund der Presseinfo zu diesem Spiel. Die Selina, die seht ihr hier ganz kurz. Und ja, die wird uns jetzt ein bisschen zeigen, um was es geht. Was ist das Besondere, Selina, bei diesem Spiel? Warum sind die Leute so gehypt zum aktuellen Zeitpunkt? Wenn man das hier so vor sich sieht, wir sehen hier das Spielfeld von Milan Uprising, das ist eins von den beiden Spielen, die hier stehen. Sieht das jetzt nicht so spektakulär aus, wie man vielleicht meint, weil es sehr schlank ist vom Aufbau her, wenig Komponenten hat, was ich aber persönlich als Pluspunkt verbuche, weil ich nicht die Freundin bin von den großen Kickstarter-Materialschlachten. Was sich da drin verbirgt, ist aber wirklich spektakulär, weil wenn wir jetzt vorsichtig das Spielfeld zur Seite räumen, sehen wir, da drunter ist ein Board, was an sich auch nicht so spektakulär aussieht. Das Board hat es aber in sich. Genauer gesagt hat es elektronische Sensoren in sich, die es uns ermöglichen, die kleinen Minis, die hier draufstehen, elektronisch zu erfassen. Die haben alle einen RFID-Chip in sich und einen Magneten, die von dem Board automatisch erkannt werden. Das heißt, man braucht zu einem erstmal das Board. Man kauft sich quasi das Board. Genau. Das ist so eine dünne Schachtel. Selina zeigt es jetzt ganz kurz. Das sieht ja unspektakulär aus, ihr seht es hier. Aber dieses Board, das benötigt ihr für die Spiele praktisch. Also man holt sich das Board und dann wählt man praktisch aus, welches Spiel man gerne spielen möchte. Genau, aktuell haben wir zwei Titel. Es kommen natürlich noch einige hinzu. Wenn das gut läuft, erscheinen die selbstverständlich auch bei uns. Gleich, da muss ich gleich einhaken, bevor die Leute gleich sagen, ich schreibe dann dazu ein Highlight für die Spiele in Essen und alle rennen dann zu euch und sagen, das muss ich mir gleich anschauen. Vielleicht da gleich ganz kurz einhaken, wann ist es verfügbar? Also das wird gleich viele vielleicht interessieren. Vielleicht auch ein bisschen was zum Preis, kann man vielleicht auch schon ein bisschen was sagen, wie der in etwa liegt. Das kann ja immer wieder mal abweichen. Ja, also momentan wissen wir es leider noch nicht genau, wann es uns erreichen wird. Es ist gerade demnächst auf dem Weg zu uns. Wir haben diese Demo-Varianten gerade per Sonderfracht erhalten, sind sehr froh, dass sie rechtzeitig noch eingetroffen sind. Generell wird das Spiel aber vermutlich nicht pünktlich zur Spielemesse kommen. Mhm. Wer es ausprobieren möchte, kann aber trotzdem bei uns vorbeischauen. Wir haben mindestens einen Tisch aufgebaut, vielleicht sogar mehrere, wo wir Demo-Runden anbieten. Mhm. Und dann könnt ihr es wenig später, ich nehme an, im November bei uns erstehen. Das kann sein, dass sich das noch ändert. Die genauen Informationen, wann es uns erreicht, erhalten wir dann in der kommenden Woche. Okay. Und preislich liegt man wahrscheinlich schon zwischen bei 100, 200 Euro, je nachdem Board noch, Spiel noch dazu, so genau, die Preisspanne. Wie es dann am Ende aussieht, muss man dann natürlich auch schauen. Genau. Dafür hat man eben in jedem Spiel diese individuellen Minis, die wirklich, wenn ich sage individuell, meine ich individuell. Das heißt, die sind nicht nur untereinander unterschiedlich, sondern jede Mini hat einen einzigartigen RFID-Chip. Das heißt, theoretisch, selbst wenn ich die auf ein anderes Spiel setze, wird diese Figur immer wieder erkannt. Bei dem Aufbau fehlt jetzt natürlich noch eine kleine Sache, weil hier drüben sehen wir nämlich, das kleine unscheinbare Ding hier ist die Konsole für Tiburu. Die hier so nett angesteckt werden kann. Und die verbindet sich mit einem Hauptgerät. Das kann ein Tablet sein, ein internetfähiger Fernseher, aber auch ein Smartphone. Egal welches System, ob es jetzt Android oder iOS. Oder Apple, ist gar kein Problem. Okay. Mhm. Die Apps kriegt ihr für die jeweiligen Spiele im Store. Die sind dann natürlich kostenlos, die kosten nichts extra. Die könnt ihr einfach runterladen. Es ist jeweils nur eine App für das Spiel, das ihr gerade spielt. Brauche ich dann ein Tablet oder kann ich das mit dem Handy machen? Du kannst das mit dem Handy machen. Es ist natürlich angenehmer, es mit dem Tablet zu machen, einfach nur, weil du ein bisschen mehr siehst. Und es theoretisch reicht auch ein Gerät, um das Spiel zu spielen, mit bis zu 4 Personen. Es ist aber natürlich ein bisschen angenehmer, wenn man ein Hauptgerät hat und nochmal für jeden Spieler, jede Spielerin ein anderes Gerät. Das kann dann auch wirklich ein Smartphone sein. Wer keine Probleme mit der Sicht hat, das reicht auch völlig aus. Wenn man die Schrift ein bisschen größer braucht, bieten sich natürlich Tablets an. Ich frage deswegen, weil gerade in der Präsentation wurde auch gesagt, manchmal habe ich Informationen, die die anderen nicht unbedingt erhalten. Weil dann hat es bei mir nochmal mehr gekribbelt, wo ich sage, das ist ja cool. Genau, da müssen wir vielleicht nochmal erklären, was in dem Spiel eigentlich passiert.
Milan Uprising ist ein kooperatives, narratives Brettspiel, also ein Hybrid aus Brettspiel und Rollenspiel, basierend auf dem Rollenspiel Vampire the Masquerade. Man muss kein Hintergrundwissen dazu haben, weil das Spiel einen auch mitnimmt. Es ist aber natürlich schon auch ein tolles Produkt für Fans des Rollenspiels. Da gleich einhaken, hat mich auch total angelacht oder auch fasziniert, aber da geht's mehr in das Rollenspiel rein, da muss ich viele Texte lesen, da werden sehr viele Informationen geliefert. Das ist auch ein großes Produkt bei euch, was angeboten wird. Auf jeden Fall, wobei man hier sagen muss, dass man nicht ganz so viele Texte lesen muss, weil wir haben uns darum gekümmert, dass es ein deutsches Voice-Over geben wird. Das heißt, alle Texte, die ihr angezeigt bekommt, müsst ihr nicht in einem Kapitelheftchen selber lesen. Abgesehen davon, dass es sowieso auf dem Smartphone oder dem Tablet angezeigt wird, wird es euch auch vorgelesen. Das ist nämlich ein ganz großer Vorteil dieses Systems. Es bietet euch nämlich die ganze Zeit atmosphärische Hintergrundgeräusche, wenn ihr eure Figur versetzt. Gibt es ein Geräusch, es gibt Musik im Hintergrund, es gibt Effekte zusätzlich zum Voice-Over. Und wenn ihr Würfelwürfe habt, kriegt ihr einen Effekt auf dem Bildschirm. Das heißt, ihr müsst die Würfel immer aufwecken. Die sind sehr energiesparend, weil die sind immer im Sleep-Modus, wenn die da liegen. Das heißt, man muss die einmal schütteln. Sobald sie wach sind, wird es auf dem Bildschirm angezeigt. Dann werfe ich sie und das Ergebnis wird dann auch gleich angezeigt. Da kommen wir noch zu einem anderen Punkt, was daran so cool ist. Euer Charakterbogen, das ist quasi eine reduzierte Version aus dem Rollenspiel. Das heißt, wer das Rollenspiel kennt, wird auch den Bogen wiedererkennen. Mhm. Die Figuren haben nämlich alle unterschiedliche Fähigkeiten. Sie sind physisch stark, sie sind mental oder sozial stark und können dementsprechend auch Probleme auf unterschiedliche Weise lösen. Das heißt, je nachdem, welche Charaktere in der Kampagne sind, es gibt noch mehr als die vier, die hier gerade auf dem Brett stehen, ändert sich auch die Möglichkeiten, die ich habe. Dazu haben sie auch noch vampirische Fähigkeiten. Und das ist, die ganze Verwaltung muss ich eben nicht machen. Also ich wähle quasi nur meine Handlungsoptionen aus, die ich habe. Die ganzen taktischen Aspekte, ich muss ja noch ein paar Ressourcen beobachten, aber ich muss sie nicht nachhalten. Das macht alles das Spiel für mich. Zum Beispiel Vampire werden, wenn sie ihre vampirischen Fähigkeiten einsetzen, hungriger. Das muss ich mir aber nicht merken, weil das steht ja unten bei mir auf dem Charaktersheet. Und wenn ich vergessen habe, was dieser Wert heißt, dann klicke ich ihn an und das System sagt mir nochmal genau, wozu diese Ressource gut ist, was ich damit machen kann und was ich beachten muss, wenn die zu hoch oder zu niedrig ist. Das heißt, das Spiel kann extrem taktisch sein und viele Regelelemente verbauen, weil man sich die ja nicht merken muss als spielende Person. Man sitzt da und das Spiel erinnert einen daran. Genauso, das ist ein Aspekt, den ich sehr mag, es gibt nur einen Textinhalt. Das wollte ich gerade fragen, ich muss mir da wieder 30, 40 Seiten Anleitung durchlesen. Nein, das ist wirklich cool. Also das ist der einzige Textinhalt, den wir haben. Hier wird kurz erklärt, was ist das, wie lade ich mir die App runter. Auf der anderen Seite werden nochmal die einzelnen Komponenten dargestellt, wie die aufgeladen werden und wie ich das erste Setup mache. Alles andere erklärt einem die App selbst des Spiels. Das heißt, es ist wie ein PC-Spiel. Wir haben ein Tutorial. Das heißt, wir lernen die Regeln Schritt für Schritt spielend und können uns auch immer darüber informieren, wo wir gerade sind. Beim Tutorial, das spielt für die Chronik, also die Kampagne, die wir spielen, noch keine große Rolle. Da dürfen wir auch nicht immer alle Entscheidungen selbst treffen. Manchmal entscheidet das Tutorial für uns, aber zeigt uns eben, was die Handlungsoptionen gewesen wären, sodass man miteinander lernen kann. Wie lange geht denn das Spiel? Kampagnen hast du angesprochen, Tutorial. Hat es so einen Wiederspielreiz, wo man sagt, okay, ich kenne die Kampagne. Wie variabel ist das Spiel? Auch auf Dauer? Es wird ja angezeigt, klar, eigentlich vom Alter, aber 40 bis 60 Minuten. Ist wahrscheinlich auf die Kampagne bezogen, je nach dem Tutorial. Ja. Wie viel Futter bietet es? Sind wir ja beim Thema Vampire. Zu den 40 bis 60 Minuten. Mhm. Die Kampagne ist auch rundenbasiert. Das heißt, es gibt verschiedene Spielphasen. Vampire bewegen sich ja nur nachts durch die Stadt Mailand. Es gibt aber auch Fraktionen, die sich tagsüber dadurch bewegen. In der Nacht, wie hier, befinden sich die Vampire in der Zuflucht. Da können sie bestimmte Dinge regenerieren. Sie müssen sich immer absprechen, weil nicht alle gleichzeitig alle Ressourcen regenerieren können. Das heißt, wir haben immer eine Nachtphase, wo gehandelt wird, ermittelt, gekämpft. Wir versuchen Einfluss in den bestimmten Stadtvierteln von Mailand zu gewinnen und die anderen Fraktionen zurückzudrängen. Es gibt auch eine Fraktion, die nur am Tag agiert, das sind die menschliche Fraktion, das sind gewissermaßen die VampirjägerInnen. Und in diesen 40 bis 60 Minuten kann man gut so eine Phase durchspielen. Das ist jetzt momentan mein Eindruck von den Demo-Runden, genau weiß ich es noch nicht, weil wie gesagt, die Spiele sind erst gestern angekommen. Und
Die Kampagne an sich gibt das Entwicklerstudio mit 25 Stunden Minimum an. Ich glaube aber, das ist sehr knapp geschätzt. Okay. Sobald man, also man müsste theoretisch alle Texte wegklicken und immer schnell auf Weitergehen, damit man überhaupt auf diese Zeit kommt. Ich glaube, im Endeffekt braucht man wesentlich länger, um sich ganz durchzuspielen. Ist das auch Solo? Steht ja auch dabei, man kann ja, Solo spielen. Ja, man kann es allein spielen. Dann managt man auch mehrere Charaktere, damit das Balancing noch stimmt. Das ist aber auch tatsächlich gar kein Problem. Auch das haben wir gestern ausprobiert. Also wir haben es nicht mit einer Person, aber mal mit vier gemacht, mal mit zwei. Das funktioniert auch ziemlich gut. Frage noch zum Plan. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es haben sich viele Verlage auch schon an solche Systeme gewagt, liegt schon 10, 15 Jahre zurück, wo man einfach gedacht hat, ich weiß nicht, mit dieser Elektronik, nachher geht das wieder irgendwann nicht. Oder wir reden jetzt aber hier ja im Jahr 2024, viele Jahre sind vergangen, kann man jetzt natürlich schlecht sagen, wie sich das weiterentwickelt, aber von der Entwicklung ist man auf jeden Fall, denke ich mal, einen Schritt weiter, weil man hat ja immer Bedenken, wird es dann auch erkannt vom Board? Ja. Gibt es Probleme? So, das ist ja das, was ja auch bei mir im Kopf rumgeht. Nachher spiele ich das zweimal und dann gibt es schon Probleme mit dem Würfel oder mit dem anderen Element. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass wir uns darüber nicht auch Gedanken gemacht haben, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber wir haben ja damals mit dem ersten Prototypen auch Probe gespielt und man muss dazu sagen, dass Explored sich bemüht hat, so wenig wie möglich Elektronik zu verbauen. Ihr habt es ja gesehen, es ist ein sehr schlankes Board, was wir hier sehen, eine schlanke Konsole. Das meiste läuft über die App, mit der ich die Konsole auch updaten kann. Das heißt, die meiste Elektronik liegt eigentlich in eurem Tablet oder eurem Smartphone, mit dem ihr es bedient. Das heißt, wie du vorhin angesprochen hast, wenn es mal ein technisches Problem gibt, dann ist es eher, dass man ein Update noch machen muss von dem Spiel oder von eurem Gerät, weil das Gerät einfach nicht so will. Aber sonst wird das immer aktuell gehalten. Genau, dass ein Gerät mal aus dem WLAN fliegt, das hatten wir gestern, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber prinzipiell kein technisches Problem. Dazu gibt Explored natürlich auch eine Garantie auf die Sachen. Das heißt, wenn irgendwas vor Ablauf der Garantie kaputt gehen sollte, wird es auch ausgetauscht. Okay, und starten werdet ihr praktisch jetzt im Herbst, ich nenne es jetzt einfach mal Herbst 2024 mit diesen beiden Spielen. Das heißt, das Board müsst ihr separat kaufen. Ich habe es ja gerade gesehen von der Einstellung, das benötige ich. Und dann habt ihr die Grundkomponente und könnt euch dann überlegen, ob ihr hier in diese Welt oder eine andere Welt eintaucht. Genau, und da bin ich jetzt noch gar nicht drauf gekommen. Genau, da wäre man nämlich schon beim nächsten. Also ich denke, jetzt Vampirwelt wird den einen oder anderen faszinierend, aber wir haben auch vorhin die einzelnen Miniaturen gesehen. The Bad Karma spricht dann vielleicht nochmal eine ganz andere Zielgruppe an. Ja, tatsächlich mag ich auch. Wir können es vielleicht mal umdrehen, wir haben nur die Schachtel, aber wenn, dann blende ich noch ein paar Bilder ein zu Bad Karmas, ja. Auf jeden Fall. Also The Bad Karmas ist ganz anders als Milan Uprising, was ich sehr mag, dass die Spiele extrem unterschiedlich sind. Also wir haben das düstere, narrative, sehr immersive, an Rollenspiel anmutendes Spiel mit einer Kampagne. Und bei The Bad Karmas haben wir im Grunde einen Boss-Battler, der extrem schnell ist, dynamisch, total schrill, mit einer witzigen Geschichte. Und mit großen Miniaturen, wer der eine oder andere sagt. Er will jetzt auch diese großen Miniaturen. Ja, die sind auch dabei, die könnt ihr auch bemalen notfalls. Aber man sieht es auch, die Schachtel ist deswegen auch ein bisschen tiefer, weil diese großen Minis da Platz finden müssen. Da sind vier große Halbgötter drin, also lebendig gewordene Sternbilder, gegen die unwahrscheinliche Helden, ich glaube, so kann man das nett ausdrücken, kämpfen müssen. Mhm. Auch hier könnt ihr euch einen Charakter aussuchen. Es gibt mehr als mehr Charaktere als Spielende in dem Spiel und dann gegen große Bosse kämpfen. Die haben alle, also hier ist, wir haben hier bei Milan Uprising ja ein statisches Spielfeld, das heißt, es gibt nur einen Plan, wo es eben um die einzelnen Viertel geht. Bei The Bad Karmas bringt jeder der vier Bosse seinen eigenen Plan mit. Es gibt dann noch Standees als Umweltelemente und überall haben die Pläne eben verschiedene Elemente, die den Kampf beeinflussen. Das Coole hier daran ist, dass die Bosse natürlich AI gesteuert sind, die werden über die App gesteuert und reagieren eben selbst. Und zum Teil eben unvorhergesehen. Das ist so ein bisschen erinnert an bestimmte Computerspiele, wo man das auch hat, wo jeder Boss eben bestimmte Phasen hat im Angriff, je nach Verletzungsgrad seine Reaktion auch verändert. Das heißt, die sind nicht immer statisch, die sind nicht gleich. Die variieren je nachdem, wie sie angegriffen werden. Und man muss dann gemeinsam herausfinden, also auch das ist kooperativ, man muss gemeinsam herausfinden, wie es einem gelingen kann, diesen Boss und seine Phasen zu überwinden. Okay. Klingt unheimlich spannend. Ihr beginnt quasi das Ganze mit diesen beiden Spielen.
Bestimmt hast du noch Pläne im Hintergrund, aber man wird wahrscheinlich erstmal schauen, wie die zwei Spiele dann anlaufen. Zu Preis muss man einfach mal schauen. Auf der Messe in Essen habt ihr erstmals die Möglichkeit, es zu spielen. Gibt es da Vorab, heißt, wer zuerst dann da ist, gibt es da die Möglichkeit, muss man sich da anmelden oder soll man einfach an den Tisch kommen und hat die Möglichkeit, es anzuspielen? Habt ihr da schon einen Plan jetzt beispielsweise? Noch nicht. Wir sind gerade noch beim Organisieren, geben das aber sowas ganz gerne über unseren Discord-Server bekannt. Wer da noch nicht ist, kommt vorbei. Ist eine große Spiele-Community, das lohnt sich auf jeden Fall. Da machen wir zum Beispiel auch die Online-Anmeldung für unsere Rollenspielrunden, die wir auf der Messe ja ebenfalls anbieten. Da ist es meistens geteilt, das heißt, einen Teil geben wir vorher frei, dass sich die Leute fest anmelden können, die auf jeden Fall einen Platz wollen, sodass wir aber immer noch genug Plätze haben für die Leute, die vorbeikommen. Das heißt, das könnt ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr vor Ort seid und denkt, oh, ich hätte noch Zeit, ich schaue mal, ob noch Plätze frei sind. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ob wir vorher Anmeldungen machen, das ist bis jetzt noch nicht ganz raus. Wenn ihr das wissen wollt, wie gesagt, kommt auf den Discord-Server. Okay, jetzt hast du die Spannung hochgehalten, zumindest bei mir. Also die Vorfreude ist extrem hoch bei dem Spiel. Ich bin sehr gespannt, ob das auch das hält. Ist ja immer quasi eine Euphorie dabei. Vielleicht deine Erfahrung, du hast schon mit der einen oder anderen Runde gespielt. Ich habe vorhin das kritische Element angesprochen, wo sicherlich auch bei vielen nachgefragt wird, wie ist das mit diesen Kontakten, funktioniert es? Was hat die Leute fasziniert? Du hast ja jetzt auch schon jetzt gestern den Tag Erfahrung gemacht, genau, wo das spätabends dann kam. Wie war jetzt so das Feedback, vielleicht von beiden Seiten quasi, auch das kritische Element mit diesen Sensoren, wo man sagt, geht es dann alles? Ja, man muss jetzt sagen, wir haben gestern mit Milan Uprising bei dem bei unserem Presseevent angefangen. Und ich glaube, für die Leute war es ganz cool, weil sie wussten ja auch, ich bin nicht vorbereitet, weil die Spiele gerade erst gekommen sind. Das heißt, sie haben live mitbekommen, wie wir das zum ersten Mal machen. Und ich bin natürlich total dankbar, dass es keine technischen Pannen gab, dass das alles sehr gut funktioniert hat. Fairerweise muss man sagen, dass die App noch nicht freigegeben ist. Das Spiel ist ja offiziell noch nicht erschienen. Das heißt, wir spielen noch mit einer Präversion. Das heißt, wir hatten ein, zwei kleine Darstellungsfehler, wo aber klar war, die werden noch behoben. Es ist auch noch nicht die lektorierte Version, an der arbeite ich gerade noch. Okay. Was natürlich noch ein großer Vorteil ist für uns in der Redaktion, dass die Spiele schon lange produziert werden und wir noch am Spiel arbeiten können. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil für Errata. Wenn man nämlich merkt, okay, wir brauchen hier einen Fix oder da stimmt irgendwas nicht, können wir einfach die App updaten. Mhm. Wir müssen den Leuten nicht ein Papier in die Hand geben und sagen, okay, das haben wir geändert, da müsst ihr drauf achten, sondern das machen wir ganz automatisch. Das Spiel sagt euch dann, hey, die App braucht ein Update und dann ist alles so, wie das sein soll. Das ist für uns natürlich toll, weil wir das viel besser planen können. Okay. Aber abgesehen davon lief es relativ reibungslos. Wir haben nämlich auch getestet, wir haben dann das Tutorial gespielt von Milan Uprising, wo man einfach die Regeln beigebracht bekommt, spielend. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich bin extrem dankbar und ja. Jetzt weiß ich auch, warum so viele Kolleginnen und Kollegen von den anderen Redaktionen momentan bei der Redaktion Buch vorbeischauen. Weil ihr habt ein absolut tolles Produkt. Aber wie gesagt, jeder muss sich selber eine Meinung bilden zu dem Spiel. Jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen. Sehr ausführlich jetzt, Selina, mit allem Für und Wider. Ich sag dir herzlichen Dank für die Vorstellung. Jetzt habt ihr eines meiner Highlights gesehen, würde ich sagen, was den Herbst angeht. Ich werde definitiv darüber berichten. Und sobald es da ist, ich glaube, ich werde es gleich bestellen. Und dann werdet ihr es sicherlich in dem einen oder anderen Video dann auch sehen. Danke dir, Selina, und ja, euch eine gute Zeit. Bis denn. Tschüss. Tschüss.